Hey Leute und willkommen zum Motorspiel 14 und wir werden heute mal nicht die Karriere spielen, sondern, ja, man sieht es schon hier, Motorspiel 14 Donington Park British Grand Prix. Dieser, ja, DLC ist jetzt nun endlich, ja, veröffentlicht worden. Okay, ist jetzt schon eine Weile her, aber ich komme jetzt erst dazu, das Ganze mal zu spielen. Den Red Bull Rookies Cup, den wir da eins weiter oben sehen, der ist, glaube ich, auch noch gar nicht so lange jetzt drin, ne? Kommt mir vor allem jetzt irgendwie so vor. Den werde ich auch mal anspielen, aber wie gesagt, jetzt heute werden wir mal Donington so ein bisschen antesten und dann gehen wir mal hier in den Grand Prix. Und ja, ich würde jetzt erstmal mit der MotoGP, ich weiß nicht, ob wir da nochmal Moto2 nehmen, beziehungsweise MotoGP Champions kann man ja dann auch vielleicht nochmal nehmen, ist vielleicht auch ein bisschen passender, weil Donington wurde ja auch früher oder beziehungsweise damals so öfters gefahren und nehmen wir erstmal offizielle Fahrer. Wen können wir denn nehmen? Nehmen wir doch mal hier. Nehmen wir mal einen Marquez hier, den amtierenden Weltmeister, den neuen Weltmeister 2014. Da sehen wir hier schon Laguna Seca und Donington. Laguna Seca weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die auch schon mal gezeigt habe. Auf jeden Fall in dem Safety Car Modus habe ich die schon mal gezeigt. Hier, Laguna Seca. Und wir nehmen jetzt hier erstmal Donington 2009. Boah, das ist schon wieder so 5 Jahre her. Das ist schon wieder voll lange. Ja, Rennoptionen. Gucken wir mal kurz. 3 Runden sind in Ordnung. Nur Rennen. KI machen wir mal auf. Ich lasse erstmal auf schwer, weil momentan bin ich ja halt ziemlich dominierend auf schwer. Aber ich habe jetzt so für Just for Fun, lasse ich es einfach mal auf schwer. Wetter. Donington ist ja eigentlich mehr so Regen, ne? Aber ich lasse es mal auf wolkig. Das lassen wir alles aus. Soll ja einfach nur ein. Ja, Just for Fun Rennen werden verhalten, gucke ich gerade mal. Standard, blub, blub, blub. Ja, das ist alles soweit in Ordnung und dann starten wir mal. Und ja, Donington ist eine sehr coole Strecke, finde ich. Schade, dass es die irgendwie nicht mehr so gibt im Kalender. Die mag ich sehr gerne. Oh, was ist das hier? Ja, das, ja, von, das Intro von 2009 wäre das, glaube ich, gewesen. Aber das habe ich auch mal übersprungen, weil... Ja, bei den Intros, da ist die Dorna nicht so erfreut darüber. Da gibt es dann mal den ein oder anderen, ja, Strike auf YouTube hier. So, ja, Donington. Gehen wir auch gleich mal hier auf die Strecke. Achso, ich weiß jetzt gar nicht, wovon ich starte. Ja, okay, von ganz hinten dann natürlich. So, dann geht es auch schon los. 3 Runden hier. Dann gucken wir einfach mal. Wow. Erstmal hier. Ja, ich sollte mit den MotoGP-Bikes ein bisschen vorsichtiger sein. Ich bin da noch gar nicht so ganz drauf eingespielt, weil ich in der Karriere noch bei Moto2 bin. Aber schön hier wieder so runterzufahren. Das ist eine coole Passage. Hier Vorsicht die Kurve. Die kann man auch mal leicht unterschätzen. So, hier Hayden vor uns, der ja auch wieder mit dabei ist. Nach seiner Verletzungspause hier mit der Hand. Wurde ja operiert, soweit ich das jetzt gehört habe. Oh, hinterher dreht durch. Und dann, ja, geht's wieder über die Curbs. Ein bisschen zu spät auf der Bremse. Nun, dann geht's hier die lange gerade. Oh, hier dieser, dieser Tunnel nenne ich ihn mal da. Dieser halbe Reifen, der ist weg. Okay. Boah, die Köpfe sind aber auch sehr gefährlich, sehr hoch. Absolute Sturzgefahr. So, da kämpfen wir uns mal wieder hier durch. Bob Parks hier, Petrucci. Ja, das, Fahrerfeld, das vorläufige Fahrerfeld. Nein! Oh, so empfindlich! Nee, aber das vorläufige Fahrerfeld für das nächste Jahr wurde schon ja, verkündigt sozusagen. Und auch der vorläufige Rennkalender. Und da natürlich ganz speziell jetzt der Sachsenring angesprochen. Der ist natürlich wieder so Anfang Juli. Ich glaube 8. Juli sowas um den Dreh. Auf jeden Fall, ja, Karten sind bestellt schon für nächstes Jahr. Auf der T2-Tribüne ganz oben, richtig Premium, wie, ja, jedes Mal. Oh, fuck.
Und ja, dieses Jahr, also jetzt hier 2014, war ich ja nicht dabei, ging leider nicht. Aber die nächstes Jahr dann wieder geht es dann wieder nach Sachsen. Da freue ich mich jetzt schon übelst drauf, obwohl es noch irgendwie 8 Monate her ist. Oder her sind. Und ja, mein Rennen bin ich total am Verkacken, wie man hier irgendwie sieht. Oh Mann. Okay, das war jetzt nicht so wirklich geplant. Halbplätze gut gemacht. Aber das bringt uns eh nichts. Wow, wow, wow. Und ja, Moto2, fällt mir gerade noch ein. Esteve Rabat hat sie auch gemacht. Jetzt in Malaysia. Moto3 wird wohl bis zum... Es ist ja jetzt nur noch ein Rennen, oder? In Valencia, meine ich. In der Moto3, da ist es nochmal ein bisschen spannend geworden. Da hat der Miller nochmal ein bisschen aufgeholt. Aber die genaue Tabelle habe ich da jetzt auch nicht im Kopf, weil, wie schon das öfter mal in dem anderen MotoGP-Folgen gesagt, Moto3 ist nicht so meins, wirklich. Also, das fand ich früher mal cool hier, 125er, Zweitakter. Aber jetzt ist das nicht mehr so toll. Vor allem, weil ich auch gar nicht mehr so die Zeit allgemein dafür habe. Also ich bin da schon froh, wenn ich da das MotoGP-Rennen überhaupt gucken kann. Und Moto2 gucke ich mir auch eigentlich ganz gerne an, weil das da auch schön spannend ist so. Was jetzt nicht, was jetzt nicht heißen soll, dass die Moto3 nicht spannend wäre, aber liegt mir einfach nicht, ich weiß nicht. So diese kleinen Klassen, das liegt mir einfach nicht. Ja, wir sind jetzt hier in der letzten Runde, sind 18er, ja. Irgendwie. Boah, was macht denn der? Warum geht denn die Bremse auf einmal hier so blöd? Ganz komisch irgendwie. Ja, MotoGP. Das wird noch ein Spaß hier, wenn wir in der Karriere dann da reinkommen. Aber es soll jetzt auch nochmal hier sein, um die Strecke so ein bisschen zu zeigen. So, wer hat denn gewonnen hier? Lorenzo vor Pedrosa. Rossi dritte. Ja, Rossi auch sehr stark unterwegs. Hat er in... Wo war es? In Japan? Irgendwo hat er jetzt nochmal letztens gewonnen. Sehr coole Sache. Ja, dann haben wir das Rennen beendet. Was 18. Da waren wir jetzt, glaube ich. Und ja, zur Strecke kann ich sagen, ist grafisch und so weit auf MotoGP 14 Standard. Also ich kann jetzt keine Unterschiede feststellen. Lässt sich ganz cool fahren, muss man schon sagen. Und dann werde ich nochmal ein Rennen jetzt auf Donington machen, aber mit den MotoGP Champions. Da habe ich Lust drauf und dann nehmen wir aber mal nicht so einen ganz alten, sondern hier so einen Alex Greville von 95. Was haben wir hier? McDuren 95, 2001 Rossi. Das würde natürlich auch gut dazu passen. Oder hier Max Biaggi. Ja komm, nehmen wir mal einen Rossi hier mit dem Design. Das ist auch, glaube ich, das Design oder hier 2001 aus dem ersten MotoGP spielt. Das müsste auch so in dem Jahre oder ab den Jahre dann gespielt sein. Und Rennoptionen, wir machen mal leichten Regen, so richtig typisches Donington-Wetter. Und KI mache ich mal auf Mittel, also dass man da vielleicht ein bisschen Action hat. So, da bin ich doch mal sehr gespannt. Ja, auch die MotoGP Champions wollte ich ja auch mal vor ja längerer Zeit auf jeden Fall mal anspielen, aber ich habe einfach da, ich weiß nicht, die Zeit, die ist einfach nicht da. Auch natürlich dieser Herausforderungsmodus, wie er glaube ich heißt. Herzliche Grüße und willkommen. Ja, die Zeit ist einfach nicht da. Da bin ich doch schon froh, wenn ich regelmäßig, sage ich mal, so MotoGP bringen kann aus der Karriere. So, und los geht es hier. Schön hier mit den ganzen alten Bikes. Ach, das waren noch Zeiten. Los geht es. Kann mir nochmal das Designer gucken. Oh, hier, aufpassen hier. Der Goddard. Vorne ist Alex Barros. So, vorsichtig schon mal anbremsen. Ja, wir sind ja im Regen auch. Das heißt, doppelt aufpassen. Und da rutschen wir hier schon, verdammt. Und wir spielen wohlgemerkt, die Fahrphysik ist auf Standard. Normalerweise fahre ich ja eigentlich, also im 13er Teil bin ich ja hier auf Pro gefahren.
Das ist jetzt schon hier so wackelig. Da merkt man auch, dass sich da von Jahr zu Jahr auch was in Sachen Realismus so ein bisschen tut. Merke ich auch ganz stark an den Formel-1-Spielen. Um das jetzt mal so angesprochen zu haben, da ja das... Oh, nö. Jetzt sind wir da in, was? Kaba rein, ja. Um das jetzt mal anzusprechen, da ja das neue Formel 1 auch erst kürzlich erschienen ist und... Da merke ich es auch. Dass da Taktik und so immer mehr so eine Rolle spielt. Dass das so vom Arcade so ein bisschen mehr weggeht. Wobei natürlich die Option auch bleibt, da... das Ganze so ein bisschen Arcade lastig zu spielen. So, ganz vorsichtig hier durch. Den Okawa halten wir so ein bisschen auf. Wir sind jetzt eher wieder abgeschlagen auf der 19. Und wir spielen nur auf Mittel. Also, oh, Bremsen ganz schlecht. So, Gary McCoy, ja, war vor uns. Jetzt ist wieder Okawa. Aber krass, wie ich hier gerade meine Probleme habe. Sogar auf Mittel. Muss ich echt mal so sagen, also in der Karriere, da sieht das alles ein bisschen anders aus. Da haben wir jetzt ein paar Rennen schon hintereinander gewonnen. Aber die Bremspunkte sind auch im Moment schwer zu finden, weil ich sie auch nicht gewohnt bin. Wobei man ja diese Anbremslinien da, diese weißen Linien an der Seite hat, aber jetzt hier im Nassen noch mit, dann stimmt das irgendwie nicht so an. So, mal gucken, dass wir jetzt wieder ein bisschen Anschluss da finden. Und das klappt doch ganz gut. So, da vorne sehe ich Gary McCoy, der ist aber nicht vor uns. Der hat dann Platz jetzt gut gemacht. Oh, fuck. Da guckst du einmal nach links unten auf die Zeit. Auf die Abstände. Dann machst du schon wieder einen Fehler. So, Okawa haben wir ein bisschen hinter uns jetzt gelassen. Ja, hier muss man wesentlich früher bremsen, als die Linien hier vorgeben. So, vorsichtig über die Curbs hier schneiden. So, und dann haben wir dann noch eine Runde. Wir sind so langsam dran hier. Das Feld ist dicht zusammen hier, zumindest hier dieser hintere Teil. So, da haben wir jetzt Gary McCoy, da habe ich Alex Barros gesehen. Oder gehen wir außen vorbei hier. Den Fahrer kenne ich gar nicht. Betty. Hier haben wir einen Hager. Den kennt man natürlich. Oh. Hier Carlos Checker. Nein. Checker haut uns. Oder wir hauen uns eigentlich selber um. Schade, Mann. Wir haben uns hier gerade wieder so schön. Jetzt ist der Okawa wieder dran. Ey, das ist doch wieder so ärgerlich. Das hätten wir in der letzten Runde nochmal schön aufholen können. Dann fahren wir da einen Checker rein. Sehr, sehr empfindlich hier, die Schwitze. So, vorsichtig vorbei. Nicht so viel Kontakt hier mit den Gegnern. Da sind wir doch schon wieder dran. Das klappt doch schon wieder ganz gut. So, vorsichtig beim Rausbeschleunigen. Controller vibriert. Hinterrad dreht total durch. Aber schade, dass dieser halbe Reifen, der da immer bei dieser einen Hubbel, dass der weg ist. Weil der war eigentlich immer da. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es da aktuell aussieht. Aber ich kenne die Strecke eigentlich nur mit dem Teil. So, können wir da nochmal reinbremsen. Vorsichtig hier. Hager. Vorbei an Hager. So können wir hier, an dem sind wir hier, Chandler vor uns, da haben wir wieder Checker. So früh rausbeschleunigt, den konnten wir uns wenigstens holen, sind auf der 13. Da sind wir im guten Mittelfeld, im guten, ja, hinteren Mittelfeld sind wir da durchgekommen. Ja, und das war doch ganz cool, da kommen so ein bisschen die Erinnerungen wieder hoch. Coole Sache. Wir hatten hier gewonnen, McDoon vor Freddy Spencer, BRG3. So, ja, dann... war das der Donington Park, der Donington DLC.
Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen den Einblick hier zeigen. Zwei verschiedene Rennen gefahren. Und dann, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaltet auch in die Karriere ein. Die ist auch eigentlich relativ spannend immer. Und dann, ja, sehen wir uns bestimmt in der nächsten Folge MotoGP 14.